Jö, da wären wir wieder. Und ich habe mal wieder vergessen, das Schild anzuziehen. So. Warum hat er eigentlich keine Handschuhe und Bracer? Also komische Rüstung. Aber ja, wir verstauen mal unser nächsten Haus, unser nächstes Seelenhaus, auch in der Questkiste. Und ach du gute Güte, ist ja alles voll Zeug. Wie machen wir das mal? Können wir zwei Kisten gleichzeitig aufmachen? Nö, leider nicht. Also, mein Plan ist jetzt, die Quest-Sachen, die wir für die Kiste brauchen, also die magische Kiste später, alle hier rein zu tun, damit es hier ein bisschen übersichtlicher wird. Und dafür gehen wir jetzt noch einmal das Journal durch. Das war eine ganze Ecke weit vorne. Baum des Bösen, Untergeschoss, ein Dummkopf. Land der Wurzeln. Nee, das war vor dem Land der Wurzeln. Ah. Okay, da scheint es anzufangen oder zu enden. Okay, ich werde herausfinden müssen, wer dieser schwarze Griesgram ist und wo ich ihn finden kann. Offensichtlich ist er derjenige, vielleicht sogar der Einzige, der diese Truhe für mich schmieden kann. Also. Ich komme diesmal nicht unvorbereitet. Ich habe Zettel und Papier dabei. Zettel und Papier. Zettel und Stift dabei. Also, wir müssen einen schwarzen Griesgram finden. Der baut die Kiste. Es gibt ja nicht mehr wirklich viele Plätze, wo er sein kann. Ich nehme mal an, im Auge der Erde. Der baut die Kiste. So, jetzt brauchen wir noch die Bestandteile der Kiste. Die Tränen des weinenden Mondes. Tränen. Haken hinter. Die haben wir nämlich schon. Die haben wir ja von diesem schwebenden Kopf geklaut. Na, 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 na. Seele eines toten Helden. Kommt auch ein Haken hinter. Seele. Haken. Fertig. Baum des Bösen. Wir brauchen Holz vom Baum des Bösen. Haben wir auch schon. Holz. Haken hinter. Ein Opfer aus Erde. Da habe ich ja schon mal gemutmaßt, dass dieser pinke Kristall ist. Es soll die Macht haben, die Teile zu verbinden. Okay, schreibe ich erstmal auf. Opfer aus Erde. Und dann gucken wir gleich mal, was wir so alles im Inventar haben. Opfer aus Erde, da kommt kein Haken hinter. Eher ein Fragezeichen. Ah, Essenz des Drachenbernsteins. Das war die kleine Flasche mit dem goldenen Pulver drin. Das war ja auch nicht so ganz einfach, das aufzusammeln. Das heißt, ich wusste nicht sofort, was ich drücken musste. Aber das haben wir schon mal. Also nehmen wir mal Essenz. Drachen B. Häkchen hinter. Geschmückt mit einem Herzen aus glänzenden Steinen. Herz aus glänzendem Stein, das wird dann wohl eher der pinke Stein sein. Schreibe ich mal auf. Herz aus Stein. Was wurde mir früher auch immer unterstellt? So, das erste der acht Rätsel besagt, dass die Truhe mit den Kräften unbesiegbaren Eisens. Ah, das sind die Fesseln von dem Titan, die haben wir schon. Also, Eisen, Fessel, Haken hinter. Also, auf meiner schönen Liste habe ich jetzt nur sieben Gegenstände stehen. Und das achte Rätsel ist dann wahrscheinlich dieser schwarze Griesgram, der die Kiste baut. Also, wir haben jetzt bei fünf Sachen Haken und bei zwei fehlt es noch. Und zwar Opfer aus Erde und Herz aus Stein. Das heißt, wir gucken jetzt unser Inventar. Herzstein. Okay. Das heißt, wir können bei Herz und Stein Häkchen machen. Das Einzige, was uns jetzt wohl noch fehlt, ist das Opfer aus Erde. So, da ist der Herzstein, da sind die Drachenessenztränen. Das ist die Seele des Helden. Stück Baum. Die Eisenfessel. Stein, das sich überqueren ist. Nein. Wo haben wir die Tränen gelassen? Habe ich die schon rübergezogen? Boah, ist das viel Zeug. Was haben wir hier? Trompete des Erdbebens brauchen wir bestimmt nicht mehr. Glockenspiel war für den einen Geister zum Sprechen. Na gut, stopfen wir das Zeug auf jeden Fall schon mal hier rein.
Ein Teil. Zwei Teile. Drei Teile. Vier Teile. Fünf Teile. Wo ist... Ah, Gefäß mit gesegneten Tränen des weinenden Mondes. So, sechs Teile. Tränenhaken, Seelehaken, Halshaken, Drachen, Bernsteinhaken, Herz aus Steinhaken, Eisenfesselhaken. Hä? Das kommt nicht ganz hin. Ah doch, stimmt, wir sind ja nur sieben Sachen, die wir brauchen. Gut, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Opfer aus Erde. Gucken wir jetzt mal in unseren etwas aufgeräumteren Questsack. Ah ne, das ist der falsche Sack. So, ein Opfer aus Erde, was könnte das sein? Eine Seemuschel bestimmt nicht. Ein böser Geist? Nö. Dann haben wir hier noch Pfeife des feurigen Rufens. Das soll ja die eine Tür auf, allgemein Türen öffnen, wenn ich es richtig verstanden habe, aus den Kommentaren. Und sonst? Nö. Also Opfer aus Erde fehlt noch. Ah, aber da wir wahrscheinlich eh im Auge des Erde, in dem Auge der Erde diesen schwarzen Grießkram finden, werden wir da wahrscheinlich auch das Opfer finden. Also gut. Das heißt, hier sind unsere Questsachen drin, die wir für die Kiste brauchen. Hier sind die anderen Questsachen drin. Und das Inventar ist immer noch tierisch zugemüllt. Wo wir gerade dabei sind, eine schön langweilige Folge zu haben, kann ich sie auch noch langweiliger machen, indem ich den Rest der Zeit benutze, das Inventar aufzuräumen. Nein, ganz so lange werde ich den doch nicht brauchen. Obwohl wir schon bei 7 Minuten sind, was ganz schön extrem ist, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich nur das Journal durchforstet habe und das Inventar rumgeräumt. Aber naja, was muss, das muss. Den Spruch sage ich auch, glaube ich, recht häufig. Aber ist halt so. Wir haben richtig viele Heiltränke. Ups, nee, Stöckchen nicht. So, die Symbole, die sammeln sich auch langsam, sogar recht viele goldene. Das ist schön, schön. Wir hatten ja ein, zwei Phasen, wo wir nicht genug davon hatten. Und auch keine Gegengifte, das war schon recht nervig. So. Oh, Elfenbein-Löwenschlüssel. Sind wir oben noch in der richtigen Ecke? Ja, da oben brauchten wir noch einen Schlüssel. Schön, schön, das können wir gleich mal machen. So, wir wollen aber erstmal hier weg. Da unten waren wir schon, oder? Ja. Wie kommen wir hier raus? Ah, da. Ja, wirklich viel besser sieht es im Inventar nicht aus. Aber wir können ja nochmal ganz kurz... Das kann da auch noch irgendwo rein. Dahin. Da ist noch so eine Mondleere. Na doch, langsam geht's. So, dann haben wir hier unsere drei Kisten. Hier unsere ganzen Waffen und Stöcke, die wir immer hin und her wechseln. Ja, ist okay. So, genug Vorbereitung. Wir müssen jetzt nach Nordwesten, um uns den letzten Raum anzugucken. Und dann wären wir mit der Stadt der Toten auch schon durch. Totenstadt, ja, mit der Totenstadt schon durch. Und dann müssen wir schauen, wie wir in das Auge der Erde reinkommen. Also die eine Heldin hatte davon gesprochen, dass es diese Steine gibt, die man braucht, um da reinzukommen. Oh, da grölt wieder was. Aber irgendwie habe ich den Verdacht, wir haben jetzt schon alle Steine, die wir brauchen. Aber gucken wir mal. Oh oh, nicht vergiften. Nicht vergiften. Ach, gleich noch einer davon. Oh, und hier können wir nicht ordentlich ausweichen. Ah, Gott sei Dank halten die nicht so viel aus. So, dich auch noch. Hä? Hat er da gerade was fallen lassen? Na komm, stirb. Ich will gucken, was da auf dem Boden liegt. Trank der Giftheilung. Stundenglas des zeitweiligen Einfrierens. Und eine Goldmünze. Und das hat er fallen lassen, bevor er... gestorben ist. Oder das lag da die ganze Zeit schon. Hm. Wer hätte ja der Inhaber dieser Gruft nicht mal das Gold für eine ordentliche Kiste?
Aber schon komisch, dass wir dafür einen Schlüssel gebraucht haben. Na gut. Dann gehen wir mal raus hier. Zu Held Nummer 2 wollen wir nicht. Die starrt wahrscheinlich einfach nur deprimiert in die Ecke. Und das können wir jetzt nicht so wirklich brauchen. Also, wir müssen jetzt raus hier. Dann sind wir wieder im Tempel. Dann gab es bei dem Tempel drinnen einen Teleporter, um schnell zum anderen Ausgang zu kommen. Glaube ich zumindest. Oh, ich bin zu weit. Darum. Und dann schauen wir uns auf der Oberflächenkarte erstmal ordentlich um, was genau wir für Optionen jetzt haben, wo wir noch hin können. Eigentlich müsste es hier doch gleich links rum rausgehen, oder? Ja. Schön, schön. So, F. Wo führt F hin? Wir haben es nirgendwo aufgeschrieben. Aber da so direkt am Eingang ist, denke ich mal, dafür zum anderen Ausgang. Jo, das markieren wir auch gleich mal. FA1. Nur so für den Fall. Und hast du noch was zu sagen? Es scheint, als hättest du Glück gehabt, weil du eine Feder bist. Gab es keine Überlebenden? Jetzt müsste er eigentlich was über Helden Nummer 2 schreiben. Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen. Das Orakel ist sehr mächtig. Okay, das Orakel hat auch überlebt, weil es unsterblich ist. Es heißt, dass sie ein Teil des göttlichen Bewusstseins sei und dass sie den Menschen von Tempest die Weisheit der Götter überbringen soll. Viele sind deswegen schon zum Tempel des Mondes gepilgert. Die Mächte des Kriegsherrn können mir nichts anhaben, konnten mir nichts anhaben. Nur eine. Was? Die Mächte des Kriegsherrn konnten mir nichts anhaben, nur eine Feder bin. Wahrscheinlich da ich nur eine Feder bin. Das Orakel wird ihnen wohl keine Beachtung geschenkt haben. Sie befindet sich hoch oben im mittleren Turm. Na gut, den Zettel können wir jetzt auch wegschmeißen. Ist nicht wirklich relevant. Und die anderen können wir auch mal aussortieren. So, weg. Das sind ja alles nur irgendwelche Questhinweise gewesen. So, sieht doch gleich schon viel besser aus. Was haben wir hier noch? Buch der Beschwörung. Achso, da habe ich noch die These, dass es irgendwie mit dem Gargoyle zusammenhängt. Und für den Gargoyle bräuchten wir eine Lampe. Wahrscheinlich auch irgendwo im Turm sein. Na gut, aber er ist jetzt ausgeschreibselt. Schön, schön. Raus hier. Und was sagt. Oh, Waffenstufe. Hiebwaffen. So, was sagt die Karte? Wir sind jetzt hier. Wir waren schon fast überall anders. Außer da, da und da. Und da ist das Auge der Erde. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur geradeaus. Oh, mal gucken, ob das so einfach ist, wie ich mir das denke. So, wir können nach Osten und wir können nach Süden. Nach Osten führt höchstwahrscheinlich da über die Brücke. Das hatten wir, glaube ich, schon mal getestet. Also gehen wir nach Süden. Haben jetzt keine Wahlmöglichkeit, also wieder nach Süden. Jetzt können wir nach Osten, ich denke mal zur Barriere. Nach Süden oder nach Westen? Ich guck mal erstmal nach Süden. Oh, was ist denn das da? Das sieht doch so aus, als wenn wir da. Das passt nicht. Passt auch nicht. Passt auch nicht. Haha. Jetzt? Ah, ich hätte mir mal aufschreiben sollen, was das genau war. Wir haben noch das Herbst, wir haben noch Frühling und wir haben noch Mond. Okay, nehmen wir jetzt mal Herbst. Oh, wir können da gar nichts mehr reinklicken. Wir können es ja nicht mehr rausholen. Also wird es wohl richtig gewesen sein, denn sonst hätte ich gerade das Spiel verbuggt.
Vielleicht gibt es ja 4 von diesen Altären, wo man das reinpacken muss. Na gut, speichern wir erstmal ab. Und ich muss schön darauf achten, die beiden Speicherstände hier nicht zu überschreiben. Aber gut, bis nächste Folge.